Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Das, was ihr hier gerade seht, ist Rayman Legends. Das ist keine Illusion, das ist alles real hier. Ich suche nämlich ein Nachfolgeprojekt für Pokémon. Und ja, dieses Spiel habe ich neulich im Steam Summer Sale erst erworben. Und deswegen würde ich sagen, wir zocken das jetzt einfach mal. Neues Spiel wird gedrückt. Ja, das alte, das können wir natürlich überschreiben. Weil, ja, das war nur eine Testaufnahme. Da habe ich noch nicht gespielt, sondern... ja, einfach nur getestet, ob das alles klappt mit der Aufnahme. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Eine Sache möchte ich dazu noch mal kurz vorher klarstellen, bevor da wieder Fragen aufkommen. Ich kenne das Spiel absolut nicht. Ich habe das Einzige, was ich mal gesehen habe, sind ein paar Screenshots von dem Game. Aber ansonsten bin ich komplett unerfahren. Das ist ein Blind-Let's Play. Ich habe es weder gespielt, noch mal ein Let's Play davon gesehen. Deswegen stellt euch auf eine Menge Fails und viel Rumgesuche ein. Ja, aber das kennt man ja von mir inzwischen schon. Ich weiß, wer Rayman ist, das ist schon mal eine gute Sache. Ich habe damals Rayman 1 für die PlayStation gezockt, das war mein erstes PlayStation-Spiel. Dann habe ich Rayman 2 noch gespielt, am einen Wochenende durchgespielt und da war ich erst enttäuscht, aber ich glaube, ich habe das ziemlich gesuchtet. War ich irgendwie 12 Jahre alt oder so. Und das hier ist jetzt das nächste Rayman-Spiel. Ich habe dazwischen einige verpasst, glaube ich, aber das ist hoffentlich nicht, von Relevanz. So. Boink. Yeah, High Five, Alter. Ja, und da ist er schon, der gute Rayman. Und wir sind jetzt mitten schon im Spiel drin. Wir können jumpen wie ein Wahnsinniger. Wir können kicken und boxen. Man muss sich auch irgendwie wehren, ne? Was kann man sonst noch machen? Nix. Ah, Walljump kann man machen und man kann in der Luft schweben. So wie der Flatterflug von Yoshi. Das ist natürlich cool. Doppeljump sonst geht nicht. Okay, dann schauen wir erstmal hier in die Höhle rein. Denn aus Donkey Kong Country weiß man ja, man soll zuerst in diese Richtung gehen. Guck mal hier, was diese Box ist zum Beispiel. Da ist doch was das Geheimnis drin, was ich eigentlich möchte. Gib mir das. Zack. Da haben wir schon den ersten Typen eingesammelt. Und insgesamt gibt es hier wahrscheinlich 10 Stück in dieser Welt zu sammeln von den Säcken. Ich finde, es sieht übrigens ziemlich hübsch aus hier. Der Vordergrund so ein bisschen, im Blur. Motion Blur. Im Hintergrund sieht es auch schön aus. Der Lichteinfall und hinten so ein komisches Wesen. Was ist das denn? Drücke X, um zu schlagen. Das habe ich schon festgestellt. Bäm, Alter, voll den Pilz gegeben. So, und was ist das hier? Ach, das sind Freunde. Die kann ich einsacken. Ja, dann mache ich das doch. Ah, kann man benutzen, um zu springen. Und hier haben wir den zweiten dieser Typen. Sind das eigentlich Hoodlums? So wie man auch Rayman 2 befreit hat, oder nicht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht in der Rayman-Lore jetzt unbedingt bewandert. Deswegen, ja, keine Ahnung. Und wie ihr seht, ich lerne auch erstmal selber hier die Steuerung. Drücke unten und X auf den Moos, um sie aus dem Boden zu ziehen. Zock! Voll raus. Das ist schön, dass man dir das so beigebracht bekommt. Sehr schön. Da können wir ja gemeinsam das Spiel lernen, ne? Bam, sogar diese Schilder kann ich damit kaputt machen. Oh, und hier ist ein Secret direkt gefunden. Nach oben drücken, um hinein zu gelangen. Mal sehen, was es da so gibt. Epische Secrets. Am Anfang des Spiels ist natürlich noch nicht so unfassbar schwer versteckt. Ey, das möchte ich alles haben, wenn es geht. Habe ich es verkackt? Ich glaube, das habe ich verkackt beim ersten. Ich glaube, man kann gar nicht alle bekommen. Jedenfalls bin ich ziemlich bad. Aber egal. Ist das ein Gegner? Ne, das ist ein Freund. Und ich habe dich geschlagen. Es tut mir leid. Es war aus Versehen. Ich bin ausgerutscht mit meiner Faust. Oh, er gibt uns ein Herz. Das ist natürlich toll. Oh, da haben wir direkt den König befreit. Das war wohl der wichtigste in dieser Stage. Bam, nochmal ordentlich einen verpasst. So. Stolzieren wir weiter durch das hübsche Sumpftal hier, oder was das sein soll. Oh, hier haben wir den ersten Boss, oder was? Oh mein Gott, muss ich Angst haben vor dir? Hallo. Drücke Y damit, die komische
was ist das eigentlich? Heuschrecke, die Kreatur ins Auge piekst. Ziemlich gemein. Da kann ich einfach drüber weg. Genial. Zack. Also, macht bis jetzt Bock, muss ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an Guacamili. Ist das ein Trampolin? Oh ne, das ist eine Sprung. Ah, oh, da hätte ich gerne noch auf der anderen Seite weitergeguckt. Da war bestimmt noch was. Drücke wiederholt Y, damit die Grille hier den Gegner kitzelt. Oh, das ist natürlich auch höchstgradig gemein. Bäm! Alter, so muss man das machen hier. Genau so wollen die das haben. Macht Bock. Drücke nach unten und X für einen Schmerz. Das weiß ich doch inzwischen schon. Das musste ich doch schon mal benutzen. Kann man hier hoch? Ah, komm. Ah, die Walljump-Mechanik erinnert mich an Mega Man X für das Super Nintendo. Sehr schön. Besser als bei Super Metroid. Im Hintergrund voll die Kirche. Wo Zombies drin leben wahrscheinlich. Was machst du denn da? Willst du angeln? Bäm! Ich habe ihn befreit. Bestimmt ist es unsere Aufgabe, all diese Dinger hier zu sammeln. Drück wiederholt, bla bla, um die Gegner zu kitzeln. Das wissen wir inzwischen bereits. Weg mit dir. Jetzt können wir hier ins epische Portal rein. Wahnsinn. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lang die Levels sind. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt Levels gibt oder ob das ein komplett zusammenhängendes Ding ist. Sieht aber auf jeden Fall sehr liebevoll designt aus, muss ich mal so sagen. Das Seil kappen. Ach so, dann kommen wir hier vorbei. Sehr schön, da muss man... Ich glaube, man muss hier in diesem Spiel sehr viel mit meiner komischen Grille da arbeiten. Ach, so kann man schlagen. Das ist ja schön, dass ich das jetzt auch mal weiß. Man kann das sogar aufladen. Oh, richtig cool. Das erinnert mich immer mehr an Mega Man. Wir brauchen gar keinen Schlag. Wir können auch so einfach durchspringen. Zack. Ey, es läuft ja richtig gut hier. Was ist das denn hier? Feenstaub? Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die alle einsammeln, aber irgendwas Wahnsinniges, glaube ich. Warum sollte ich das machen wollen? Ach, damit ich hier hin kann? Ach, hier ist so ein komischer, den ich befreit habe. Ja, nice. Genial. Also, wie ihr seht, ich bin absolut unerfahren in diesem Spiel und ich weiß überhaupt nicht, was ich mache. Aber das ist umso lustiger dann, ne? So, zack. Keine Ahnung. Macht auf jeden Fall Bock bis jetzt. Und Guacamili ist ja... Oh, jetzt habe ich mich festgehalten. Macht das automatisch? Macht er automatisch, okay. Guacamili war damals ja auch ein Blind-Projekt. Und ich glaube, hier wird es dann ebenso viel Fail geben wie da. Zum Beispiel hier jetzt gerade. Zum Glück war das keine epische Säure, die mich sofort umbringt. Das, ja, wäre böse gewesen. Man muss nämlich erst Schwung holen. Das ist doch klar. Ups, das weiß man doch aus jedem Spiel, wo man sich über solche Dinger hangeln muss, dass man erst Schwung holen muss. So, befreien wir ihn hier auch. Das war der sechste, ne? Fünftes war der sechste, tatsächlich. Bestimmt müssen wir irgendwann auch mal die nicht sofort kaputt machen, damit wir nicht unsere Chance verpassen, sie zu befreien. Hier war das nämlich jetzt so. Hätten wir das jetzt sofort schon kaputt gemacht, dann hätten wir den gar nicht mehr bekommen können. Das wäre ja sehr fies gewesen. Mach das mal kaputt jetzt. Okay, wunderbar. Läuft gut. Mhm, also hin und her geht das immer. Kann man eigentlich schneller rennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, schneller rennen ist absolut nicht möglich in diesem Game. Aber ist bestimmt auch vollkommen irrelevant, wenn man... Oh mein Gott, wenn man so einen Flatterflug hat mit seinen geilen Haaren. Übrigens, wem das noch nicht aufgefallen ist, Rayman hat keine Arme und Beine. Das ist der lustige Gag gewesen damals. Wodurch Rayman sich ausgezeichnet hat als was voll Individuelles. So. Ach, diese Taste ist das. Ja, der Xbox-Controller ist nicht meine Homebase, muss ich sagen. Deswegen weiß ich immer nicht, welche Tasten gemeint sind. Bam! Alter, voll gegeben. Hier oben ist bestimmt ein Secret drin. Ich hoffe, so ein komischer Freund, den man befreien muss. Ich muss mir unbedingt mal angucken, wie die Dinger eigentlich heißen. Oh, das sieht schon relativ brutal aus hier. Oh, das war nicht so gut, glaube ich. Chance vertan. Kann ich nochmal rein direkt? Ja, aber sicher. Easy. Easy. So. Und dann, ja, bringen wir es mal auf die andere Seite. Wie weiter geht's nicht? Das ist... Ja, okay, ich kann mich hier fallen lassen. I understand it. So, und jetzt weiter drehen? Ah, jetzt muss ich hier hindrehen. Lass es mal so, bitte. Ich hoffe... Ja, das müsste passen. Oh, das ist ja schon fast sogar richtig schwer. Unglaublich. So. Dann, zack, da haben wir ihn. Wunderbar. Haben wir dieses Minispiel auch geschafft. Das war sogar gar nicht mal so leicht. Hätte ich gar nicht erwartet, dass die sowas hier in die erste Stage einbauen. Und da bekommen wir natürlich das Herzchen als Belohnung. Und das war, ja, wunderbar. Die Dame. König und Dame sind befreit. Das Schachspiel ist fast komplett. Aber uns fehlen noch ein paar, nicht? Was passiert, wenn ich hier drücke? Ah, da kann ich sehen. Zwei Stück fehlen uns noch. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Das wäre ekelhaft. Die Select-Taste macht natürlich nichts.
So, weg mit dir, du Karotte. Das ist das gleiche Ding, was es auch bei Mario gab, glaube ich. Bei Mario Brothers 2. Oder Game Boy Advance Mario Brothers 1. Das ist ja das gleiche Game. Was ist diese komische Münze? Was hat es mit der auf sich? Man weiß es nicht. Geld. Geld gibt es einfach nur. Geld mag ich. Ich als materialistischer YouTuber muss natürlich Geld richtig gerne mögen. Von Wand zu springen, das habe ich auch schon festgestellt. Sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter hier durch die erlichtete Tür. Und schauen, was uns hier so erwartet. Geht's hier noch höher? Nee, das sieht nicht so aus. So, dann, ja, kaper mal hier das Seil. Das andere bitte auch. Ich glaube, ich hatte gerade das Glück, dass ich nicht gestorben bin, weil ich noch irgendwie so einen Lebensschutz hatte. Oh, hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Das ist so wie bei Crash Bandicoot mit dieser Maske, die einem ein Schutzschild gibt. Hatte hier quasi auch ein Herzchen gerade, was ich aber verloren habe, weil ich in die Stacheln gesprungen bin. Ich Vollidiot. Naja, egal. Man kann es auch sicherlich ohne dem schaffen. Hallo, du Säbelzahntiger. Nee, Tiger bist du nicht, aber du hattest ein Säbel. Oh, wir haben alle unsere Freunde gesammelt. Das ist ja was Cooles. Mein Freund, willst du dich mal bewegen? Danke. So, dann ab dafür. Also ganz schön viele Geister hier, die hier durch die Gegend fliegen. Mit Waldmeistergeschmack, glaube ich. Sieht sehr danach aus, ja. So, dann bitte mal hier durch die Gegend düsen. Also die erste Stage gefällt mir bis jetzt richtig gut sogar. Ist ja sogar richtig fordernd im Vergleich zu anderen ersten Stages. Mario zum Beispiel. Aber das macht mir natürlich ein bisschen Angst. Weil Spiele werden grundsätzlich ja aus Erfahrung immer ein bisschen schwerer im Laufe des Spiels. Und wenn das hier schon so halbwegs gar nicht mal so unfassbar leicht ist, dann will ich gar nicht wissen, was hier so auf mich zukommt noch. Aber das wird bestimmt ein großer Spaß. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Spiel übrigens ist. Das ist auch eine Sache, die man nochmal herausfinden könnte. Zum Beispiel auf How Long to Beat. Das ist ja die Webseite meines Vertrauens, wenn ich immer wissen möchte, wie lang eigentlich Spiele gehen. Und guck mal, hier ist das Ziel, wie es aussieht. Und wir haben alle unsere Freunde befreit. Und direkt einen Murphy getroffen. Wer ist denn Murphy? Ist das nicht so ein Musiker? Weiß ich nicht. Das war wohl ein Achievement, was man gerade freigeschalten hat. Episch. Ah, okay, ich verstehe. Und je mehr man davon sammelt, desto besser ist das Rating hier. Wir wollen natürlich den Goldpokal haben. Das ist ja eine ganz klare Sache. Oh, das Kleeblatt sogar. Haben wir es geschafft? Oh, ganz knapp nicht, verdammt. Und sind ein paar tatsächlich durch die Lappen gegangen. Ich glaube, man muss wirklich alle einsammeln, damit man hier Gold bekommt. Naja. Oh, die Ladezeit war so schnell, dass ich nicht mal den Namen der Welt lesen konnte. Das ist natürlich auch interessant. Oh, das kann ja jetzt dauern. Ach so, okay, ich verstehe. 10 Stück haben wir bekommen und nicht 700. Es war einmal. Was bedeutet das, es war einmal denn jetzt? Kleinlinge in Kalamitäten hieß die Stage übrigens. Und hier geht's in die Hauptgalerie. Was hat's denn damit auf sich? Die Hauptgalerie. Schauen wir uns mal hier um. Ah, okay, das hier ist jetzt quasi unsere Weltenauswahl. Hallo, mein Freund, schön, dich wiederzusehen. Spring in die Gemälde, die Kleinlinge brauchen deine Hilfe. Ah, das ist so wie bei Super Mario 64. Galerie der Helden. Challenges. Herausforderungen. Kung Fu Kickboxen. Ich glaube nicht, dass das so richtig übersetzt ist, aber okay. Und hier sind noch Welten, die wir nicht betreten können, glaube ich. Oder? Rubble einen Glücksruß, um dein erstes Kuscheltier zu gewinnen. Und dieses Gemälde freizuschalten. Rubble einen Glücksruß, um dein erstes Zurück in den Ursprüngen Gemälde zu gewinnen. Wollen wir das machen? Machen wir. Wie kann ich das denn rubbeln? Was muss ich machen? Muss ich Y drücken und öffnen meinen Koffer hier? Glückslose zur Heilengalerie. Also das hier ist ja ein bisschen mein Zeug. Was ist denn mein Zeug? Also es gibt hier sehr viel zu entdecken. Und jetzt seht ihr meinen geheimen Steam-Namen. Oder Uplay ist das ja hier sogar. Ja, ziemlich blöd. Ich dachte eigentlich, man könnte das hier locker mit Steam spielen. Aber tatsächlich braucht man noch was anderes. Und zwar... Ja, man muss noch einen Uplay-Account haben. Das ist ein bisschen nervig gewesen. Fand ich nicht so geil. Aber mir ist auch Schnuppe. Ich würde sagen, wir machen einfach im Hauptspiel weiter, denn das hier ist ja sowieso alles nur Kleinkram, den man gar nicht will. So. Irgendwann müssen wir hier wahrscheinlich nochmal zurück, um hier tatsächlich auch das letzte Goldpokal zu bekommen. Naja, schauen wir erstmal weiter hier. Spukschloss ist die nächste Stage. Machen wir die jetzt noch? Oder machen wir die das nächste Mal? Ich glaube, wir sind gerade an einem recht günstigen Zeitpunkt zum Abschluss dieses Parts gekommen. Deswegen würde ich sagen, wir probieren das einfach das nächste Mal aus hier im Spukschloss. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Bis dann, Leute, und tschüssikowski!